Ja, herzlich willkommen und jetzt zeige ich dir mal den unfairen Wettbewerbsvorteil, den unsere Partner bei Bricks & Mortar Immobilien eben haben. Und es hat alles angefangen mit der Agenda und einer Schwächenanalyse, wo wir 2023 geschaut haben, was können wir tun, und innerhalb eines Jahres ist das hier entstanden. Und ich möchte mal so auf die wichtigsten Dinge eingehen und werde dann unsere Marken- und Vertriebsstrategie eben zeigen. Ja, wir haben einen ordentlichen Umsatz, wir sind über 100 Leute in der Gruppe, haben ein neues Label mit Immobilien kann jeder gegründet und den Club der Immobilienbesitzer. Das ist ein Tool, wo wir am Markt um die Ecke Leads generieren für unsere Partner, um eben Alleinaufträge zu generieren. Wir haben eine eigene Software mit Gebietsplanungstool entwickelt und einer Fahrtstreckenplanung, damit eben hier erfolgreich das Ganze effizienter vonstatten geht. Wir haben ein eigenes Erfolgsjournal mit Systemvertrieb, wo wir unseren Partnern dabei helfen, anhand von Kennzahlen erfolgreich ihre Akquise und ihren Verkauf zu betreiben. Sind mittlerweile Exklusivpartner eines Fußball-Bundesligisten und haben eine eigene Recruiting-Kampagne neben unseren Events. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, was denn eigentlich so hinter Bricks & Mortar Immobilien steckt. Was ist denn eigentlich die Vision? Was machen die? Warum haben die den deutschen Immobilienpreis 2023 in der Kategorie Maklerunternehmen des Jahres gewonnen? Und alles hat dann mit der Vision begonnen. Wir wollen nämlich eines der marktführenden Systeme für erfolgreiche Immobilienvermittlung werden und sind es auch schon. Anhand von Agilität, Digitalisierung und Skalierung helfen wir unseren Partnern dabei, erfolgreich die Dinge, wo sie Engpass haben, nämlich Erstterminservice, Branding, also wir machen die Makler zum bekanntesten Makler. Das ist auch einer der USPs, dass wir als einziges System bundesweit Partnern im Online-Marketing helfen, um der bekannteste Makler der ganzen Stadt zu werden. Und natürlich haben wir als dritten USP ein einzigartiges Geschäftsmodell, nämlich, dass wir uns darum gekümmert haben, dass der Makler nicht nur regional Umsatz generieren kann, sondern wir beteiligen ihn am bundesweiten Unternehmensaufbau, wenn er uns dabei hilft, Makler in das System zu bringen, die erfolgreich Immobilienvermittlung machen. Also wenn du schon jemanden kennst, schick ihn zu uns. Wir freuen uns und helfen auch ihm. So, aber jetzt schauen wir uns mal das Geschäftsmodell an, was das denn bei Bricks & Mortar Immobilien damit auf sich hat. Und was ist so neu am Primo-Modell? Nämlich, wir arbeiten mit drei Marken in der Gruppe, Bricks & Mortar Immobilien, wohnwirtschaftliche Vermittlung, Finance und die Kapitalanlagen. Wir haben 2023 festgestellt, Engpass am Markt ist die Finanzierung Käufermarkt. Haben andere Gesellschaften auch, haben wir mittlerweile auch. Kapitalanlagen haben andere nicht. Darüber erzeugen wir schon mal einen ganz, ganz großen Umsatz. Haben mit über 4000 Versicherungsvertretern ein Netzwerk in Deutschland, wo wir Kapitalanlagen bei potenziellen Käufern platzieren. Aber, und das ist der ganz, ganz große Vorteil des Geschäftsmodells, wir haben noch zwei externe Marken auf B2B-Ebene. Max Wolf, mein Coaching, mit mittlerweile 6 Millionen Menschen in der Facebook-Audience, über 1000 Coaching-Teilnehmern. Wir kennen alle Systeme am Markt und konnten natürlich unseres dahingehend anpassen. Und auf der B2C-Ebene Immobilien kann jeder, wo wir Menschen helfen, über den Club der Immobilienbesitzer, die eine Immobilie kaufen oder verkaufen wollen, sich vorneweg mit Immobilienwissen zu versorgen. Vorteil für uns, wir lernen sie kennen und können dann unsere Dienstleistungen hier oben aus der Gruppe eben anbieten. Finance, Kapitalanlagen und die National. Da möchte ich nochmal auf die USPs eingehen, dass wir eben qualifizierte Ersttermine machen, dass wir die Markenbekanntheit durch Online-Marketing den Partner branden auf bundesweiter Ebene. Das sind so die drei Haupt-USPs, die Bricks & Mortar ausmachen, die uns unterscheiden. Neben diesen ganzen strategischen Dingen, wie wir Reichweite erzeugen, Markenbekanntheit. Wir haben auch Datenschutz, wir haben auch ganz viele Prozesse, Geldwäsche, alles, was wir unsere Partner brauchen, um ordentlich Farming machen zu können, um rechtssicher zu sein. Das sind alles Themen, die haben wir auch. Aber der wahre Unterschied ist die Vertriebsstrategie mit Verbindung der Markenstrategie, dass wir diese Kennpunkte rausgearbeitet haben. Wir haben dann jetzt erst ganz frisch 2024 über unsere Vertriebsstrategie, die ich euch gleich erzählen werde, eine Online-Akademie. Da können unsere Partner sich einloggen, tagesweise,
und können wie so eine Art Sprechstunden dazugehen, wenn sie bei der Einwertung nicht weiterkommen, wenn sie beim IT nicht weiterkommen, beim Verkaufen, beim Akquise, whatever, es wird ihnen geholfen. Und das ist das Besondere, es wird Präsenz vor Ort an den Standorten, Erstterminservice mitgemacht. Wir zeigen ihnen Kaltakquise, wir machen Einwertungstermine mit ihnen, helfen ihnen vor Ort präsent in das Tun, in den Umsatz zu kommen, haben ein 100-Tage-Programm, eigene IT-Software programmieren lassen, die uns gehört, die unser Eigentum ist, die es so kein zweites Mal gibt. Natürlich arbeiten wir auch mit künstlicher Intelligenz zusammen und nicht nur mit ChatGPT, wie es alle Makler machen, juhu, welche Errungenschaft, sondern wir haben eigene Software, die intelligent Kunden kategorisieren, nach der größtmöglichen Wahrscheinlichkeit, uns einen Auftrag zu geben. So, und jetzt kommen wir zur Vertriebsstrategie. Und die Vertriebsstrategie, die ist auf einem neuen Säulensystem aufgebaut. Das habe ich selber persönlich entwickelt. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich meinen Partnern helfen? Und jeder hat ja immer diesen Wissensstand, den er hat, nämlich Dinge, die er kennt, die er nicht macht, Dinge, von denen er noch nie was gehört hat. Und meistens scheitern wir ja immer an den Dingen, wo wir noch nie was gehört haben, weil wir ja gar nicht wissen, dass es da was gibt. Also habe ich dieses Neun-Säulen-System erarbeitet und kann jetzt mit jedem neuen Partner eine Ist-Analyse machen, wo steht er, und helfe ihm dann punktuell diese Schwachstellen, die er hat, eben ja aufzuarbeiten und dann ins Doing zu kommen. Und über die Vertriebsstrategie haben wir 3 Ebenen. Die Zentrale sucht die Standortpartner auf bundesweiter Ebene. Das heißt, wir haben 16 Bundesländer und dort haben wir bereits 9 Standorte in Deutschland, wo unsere Partner vor Ort Anlaufstellen haben. Diese 16 Standortpartner wiederum suchen 314 Regionalpartner, Makler, die schon ja führen können, die Verantwortung übernehmen, die mehr Provisionen erwirtschaften wollen, um dann die Postleitzahlen, Gebiete, die man hier auf dem iPad so schön dargestellt eben sieht, bekommt. Diese Gebiete sind entstanden aufgrund von echten Transaktionen über unser Planungstool. Und diese 314 Standortpartner, die wiederum suchen dann ihre Handelsvertreter im Standort. Und so wollen wir bis 2026 bis zu 2000 Partner in das Primo-Netzwerk bekommen. Und darüber hinaus eben die Beteiligung. Wir sind gerade auch dabei, die AG zu gründen, um dann eben auch ja Aktienanteile an all unsere Partner für den Wachstum des Unternehmens und den Wert eben zu beteiligen. Erstterminservice. Wir helfen unseren Partnern, Erstterminservice von verkaufswilligen Kunden durch eigene Leads, durch gekaufte Leads und, um in ein Grundrauschen zu kommen. Der Erstterminservice erschlägt aber nicht die Akquise, sondern sie müssen nach wie vor ihr Farming vor Ort betreiben, all die Aktivitäten, Netzwerk, Kaltakquise, Social Media, Follow-up, Datenbankpflege und, um eben an Objekte zu kommen. Und jetzt kommt's. Kennzahlenbasiertes Erfolgsjournal. Ein weiterer ganz, ganz großer Wettbewerbsvorteil ist, dass wir Kennzahlen haben, die wir unseren Partnern zur Verfügung stellen, denn oft weiß man gar nicht, was ist denn eine gute Vertriebsakquisezahl. Und zum Beispiel 7 Ersttermine ist ein Alleinauftrag. Das ist ein Wert, der war so nie bekannt und dadurch dachte man immer, man macht Fehler. Das heißt, am Sonntag kommt eine vollautomatisierte E-Mail, wo dann genau diese Kennzahlen nach Kaltakquise, nach Follow-up, nach Vertrieb und Recruiting geschickt wird, um dann eben zu sehen, ob man in den Werten ist, um dann über den Wunschrechner, den man hier oben auf dem QR-Code dann eben hat, zum Ergebnis zu kommen. Und ja, unser Marketing, das ist, glaube ich, in Verbindung, oder habe ich gerade schon gesagt, Marken- und Vertriebsstrategie, so der ganz, ganz große USP. Und ja, wir haben hier 3 Marken, habe ich schon erklärt, mit Immobilie kann jeder. Und mit Max Wolf kommen wir von vielen Seiten in der Infrastruktur unseres Unternehmens mehrdimensional am Markt und haben so einen unfairen Wettbewerbsvorteil, denn keiner hat ein B2B-Label, geschweige denn ein B2C-Label oder andersrum, wie ich es jetzt gerade gezeigt habe. Und so haben wir einen ganz, ganz großen Wettbewerbsvorteil. Hier ist nochmal beschrieben, wie wir das Ganze machen. Hier an der Grafik siehst du, wir machen hier Ads auf unsere beiden Labels, generieren die Leads mit dem Problem, was unsere Zielgruppe hat, denn Kunden kaufen keine Immobilie, sie kaufen eine Lösung für sich und dann können wir über unsere Firmen hier unten in der Dienstleistung das Ganze anbieten. Immobilien kann jeder, hatte ich auch schon gesagt, das ist mal so ein Eindruck unserer Dinge, die sich im World Wide Web bewegen, nämlich
Alles rund um das Thema Immobilie kann man sich bei uns an Informationen holen, über gewisse Videokurse, über gewisse Checklisten, über gewisse Planungstools, Immobilienlexikon, Finanzierungs-ABC und vieles, vieles mehr. Und somit kommen wir mit Menschen in Kontakt, um eben hier zu erkennen, ob sie unsere Sachen brauchen. Und das hier ist der Hauptunterschied von allen anderen Systemen. Wir machen Online-Marketing für unsere Partner. Alle probieren es, alle wollen es, keiner schafft es, war der Spruch von meiner Recruiting-Kampagne, wo sich aktuell über 400 Leute für Bricks and Mortar Immobilienpartnerschaften bewerben. Aber oft auch manche sind dabei, den können wir einfach nicht nehmen, weil sie noch nicht die Erfahrung haben, die sie brauchen. Aber das hier ist der ganz, ganz große Unterschied. Wir haben eine interne Marketingabteilung, die Online-Marketing für unsere Partner macht. Und jetzt kann man darüber diskutieren, was ist denn Online-Marketing? Ich stelle nur eins fest, alle Makler probieren es und danach hören sie nach 2-3 Monaten auf, weil sie sagen, es funktioniert nicht. Und ja, es gibt Dinge, die kennst du nicht und die werden auch nicht funktionieren. Aber Online-Marketing ist das geilste Farming-Tool, weil du mit den Leuten interagierst, die wirklich dich cool finden, und so schaffen wir es, unsere Partner zum bekanntesten Makler der ganzen Stadt zu machen. Wir bauen ihnen eigene Landingpages auf Immobilien kann jeder. Wir bauen ihnen Landingpages bei Bricks and Mortar. Wir haben Funnels geschalten für Recruiting, für Objektakquise, für Objektverkauf. Und das alles zahlt in die Infrastruktur eines jeden Partners mehrdimensional ein, so dass er mehr Markenbekanntheit hat. Durch mehr Markenbekanntheit hat er auch mehr finanziellen Umsatz. So einfach ist das. Und dann kommt die Recruiting-Kampagne, der bekannteste Makler der ganzen Stadt. Wie du es wirst, dadurch haben wir eine enorme Reichweite bekommen und aktuell über 400 Bewerbungen pro Monat auf Partnerschaften in Deutschland. Also, wenn du Lust hast, dann sei schnell. Beim Bitcoin wäre gern jeder ganz am Anfang dabei gewesen. Ja, uns gibt es seit 5 Jahren am Markt. Ja, jetzt kann man sagen, die sind nicht groß und die haben es bis heute nicht geschafft. Alles Blödsinn. Wartet mal ab, was da jetzt kommt. Das ist alles ein ganz normaler Prozess der Entwicklung, wie man ein Unternehmen aufbaut. Denn Zeit kann keiner aufholen. Ja, wir haben Fehler gemacht. Ja, wir mussten lernen. Heute sind wir ein System. Und wir werden jetzt extremst wachsen. Wir haben bewiesen, dass das System funktioniert, die Strukturen funktionieren. Und jetzt suchen wir dich. Und das ist der ganz, ganz große Wettbewerbsvorteil, den du zukünftig am Markt hast. Wenn du also sagst, du hast keinen Bock mehr bei deinem jetzigen System, du hast keine Wachstumsmöglichkeiten, du hast keine Karrierechancen, du bist provisionstechnisch gedeckelt, du tust dir vielleicht aber auch schwer als Einzelkämpfer, die Verantwortung all der Dinge zu übernehmen, die wir regulatorisch vom Staat mit Datenschutz und Geldwäsche bekommen oder was auch immer deine Beweggründe sind, dann zöger jetzt nicht, klick da unten auf den Button. Wir lernen uns kennen. Wir schauen, ob wir zueinander passen. Wir schauen, ob wir gemeinsam zukünftig in Deutschland die Partnerschaft eingehen, um dich zum bekanntesten Makler der ganzen Stadt zu machen, um deine Einnahmen auf mehrere Säulen zu stellen, nämlich nicht nur auf deinen Eigenumsatz, sondern auf Teamumsatz, auf Recruitingumsatz und genau noch eventuell auf die Aktienanteile, die du bald bei uns erwerben kannst, um am Unternehmensaufbau dauerhaft in Form von Aktienanteilen zu partizipieren. Ja, und wenn du Lust hast, mehr zu erfahren, schau auf eine Doku unter YouTube, mittlerweile über 100.000 Klicks, um einfach mal Einblicke in das Unternehmen, in die Vision zu bekommen, in das Team, wie wir arbeiten, wie wir denken, wie wir ticken. Wir sind aber auch Exklusivpartner eines Fußball-Bundesligisten, um diese bundesweite Reichweite zu kriegen. Und wie schafft man das in Deutschland? Über Fußball. Denn Fußball, das sind die Großen, das ist der Sport in Deutschland, der die Nation bewegt. Und auch das machen wir. Wir sind nicht nur auf der Bande. In der neuen Saison liegen wir neben einem Tor. Wir sind auf dem Mannschaftsbus, auf den Tickets. Wir dürfen mit den Spielern werben und noch vieles, vieles mehr, um eben noch mehr Reichweite zu kriegen, um der Vision zu folgen. Das ist der Club der Immobilienbesitzer. Geh da mal drauf, club-immobilienbesitzer.de, schau dir mal diesen einzigartigen Lead-Magneten an. Jeder in Deutschland kauft Leads. Jeder in Deutschland sagt, irgendwie ist alles doof oder nicht so, wie es sein sollte. Anstatt sich Gedanken zu machen, wie kann man Engpässe der Branche lösen? Und das ist einer der weiteren unfairen Wettbewerbsvorteile, dass wir uns Gedanken machen, wie können wir zukünftig einzigartige Fußabdrücke
am deutschen Immobilienmarkt hinterlassen. Wir wollen es anders machen wie alle anderen. Und der Markt verändert sich. Durch künstliche Intelligenz wird der Markt automatisch weiter ansteigen an Möglichkeiten für alle. Das heißt, du musst umdenken, du musst was anders machen. Und ich glaube, in der Präsentation siehst du, warum wir es auch verdient haben, den deutschen Immobilienpreis zu gewinnen, weil wir einen Fußabdruck hinterlassen. Und wenn du jetzt sagst, ich will dich persönlich kennenlernen, ich will meine Kunden mit dahin bringen, dann haben wir auch Events geschaffen, nämlich den Immo-Kongress, wo 2024 im Januar diesen Jahres 2.500 Menschen nach Augsburg gekommen sind und wir gemeinsam 2 Tage lang ein Immobilienevent seinesgleichen abgefackelt haben mit über 40 Ausstellern aus der Branche. Es waren Vorstände von großen Portalen da, es waren die Geschäftsführer da, Top-Speaker war da, Marcel Remus war da und viele, viele mehr haben wir uns 2 Tage lang ausgetauscht. immokongress.de, wenn du mehr erfahren willst. Und einmal im Monat sind wir in der Immobilienrevolution in einer Stadt in Deutschland. Und genau das ist das, was wir uns eben aufgebaut haben. Wir haben uns einen unfairen Wettbewerbsvorteil gebaut, den kein Maklerunternehmen in Deutschland aktuell hat. Ich gehe das alles nochmal zurück. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte Teil davon werden, dann nutz jetzt deine Chance. Zöger nicht. Glaub nicht, was andere da draußen erzählen und hör diesen ganzen Blödsinn auf, dass irgendwie der Immobilienmarkt tot ist. Nein, er ist nicht tot. Er funktioniert genauso wie vorher. Der einzige Unterschied ist, dass von 2008 bis 2020 eine einmalige Marktsituation war. Jetzt sind wir wieder in der Normalität. Wir müssen wieder lernen, die Handwerkszeuge als Makler zu nutzen. Ja, und dazu ist es wichtig, so einen Baukasten zu haben. Und wenn du diesen Baukasten nutzen willst mit dieser Markenstrategie, trag dich hier unten ein. Wir lernen uns kennen. Wir schauen, ob wir zueinander passen, ob wir beide zum Schluss mehr haben wie vorher. Wir schauen an, welches Gebiet bei dir passt. Und dann kommst du hier nach Augsburg zu den Welcome Days, 3 Tage. Wir boarden dich on, du bekommst alle Tools, alle Werkzeuge. Wir bauen deine Landingpages, wir bauen deine eigenen Webseiten, deine ganzen Farming-Aktivitäten. Es geht nur um eins, Umsatz, Umsatz, Umsatz. Wie schaffe ich es, Akquise, um erfolgreich Immobilien zu verkaufen? Wo sind die Zielgruppenbesitzer, die durch Scheidung, Tod und räumliche Veränderung wissen, wo sich Immobilien bewegen? Wenn du immer noch der Meinung bist, Bricks and Mortar hat nicht diesen Vorteil, doch hat es. Also, wenn du Bock hast, gemeinsam Gas zu geben, wenn du Bock hast auf mehr, wenn du wachsen möchtest, gefangen in irgendeinem Hamsterrad steckst, provisionstechnisch gedeckelt bist, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Wir haben dir Insights gezeigt, die wir so noch nie gezeigt haben. Und ja, vielleicht lernen wir uns schon bald persönlich hier in Augsburg kennen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir die Chance haben, miteinander zu sprechen, um über eine Partnerschaft zu sprechen. Gemeinsam hat man mehr. In diesem Sinne, ganz, ganz liebe Grüße aus Augsburg. Schau dir das Video nochmal an, lass es auf dich wirken und du wirst unseren gemeinen Wettbewerbsvorteil verstehen. Es ist am Anfang ein bisschen komplex, aber wir zeigen es jetzt auch den Wettbewerb, was wir alles an PS unter der Motorhaube haben. Und ich freue mich auf alles, was da kommt. Ganz, ganz liebe Grüße aus Augsburg, dein Max.